Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Magic the Gathering, die Geschichte und Lore. Ich möchte euch hier ein bisschen die Geschichte von Magic the Gathering vorstellen, die wirklich unglaublich spannend ist. Ein Universum, was sich durchaus auch mit modernen Universen wie, ich sag mal, Marvel messen kann, aber bisher leider noch nicht verfilmt wurde, obwohl schon viele den Wunsch geäußert haben. Das kann ich natürlich hier in dem Sinne nicht nachliefern. Aber ich möchte euch zumindest die spannende Geschichte erzählen, die es gibt. Und es gibt verschiedene Zeitlinien, verschiedene Multiversen, die hier teilweise ineinander greifen und alternative Realitäten. Und ja, wie gesagt, wir fangen heute an. Und zwar nicht ganz am Anfang, sondern da, wo es wirklich, sagen wir, relativ gut ist anzufangen mit Urzars Geschichte. Und vorab noch ein kleiner Hinweis. Die ganzen Bilder, die ihr sehen werdet, die sind nicht von mir, die sind von Magic the Gathering und den verschiedenen Künstlern und sind natürlich damit Eigentum von Wizard of the Coast. Aber ich verwende die hier, um die Geschichte ein bisschen besser darzustellen. Ich erzähle euch auch nicht eins zu eins die Geschichte wieder, so wie ihr sie in den Büchern und Kartentexten findet, sondern, ich sag mal, zusammengefasst, also wirklich die Lore, weil ich fand es ganz besonders spannend, vor allem während des Spielens, immer hinterher mal zu gucken, was spiele ich denn da eigentlich gerade? Wie ist die Geschichte davon? Und ja, die sind einfach richtig, richtig gut. Und lohnt sich, erzählt zu werden. Und daher, ja, holen wir das jetzt nach und fangen wir, wie gesagt, einfach hier mit Hotza an. Seit jeher fragt sich die Menschheit, was ist der Beginn von allem? Wo kam all das her? Eine Frage, die ewig nach einer neuen Antwort sucht. Denn würde man eine finden, ein Schöpfer, der für all das verantwortlich ist, so würde die Frage noch stärker wiederkehren und sich wandeln und drängen. Doch woher kam dann der Schöpfer? So spannend und unbefriedigend diese Frage auch ist, die meisten Dasein bleiben von dieser verschont, da andere, akutere Probleme sich meist selbst manifestieren und ihre Aufmerksamkeit fordern. So auch Urza, dessen Geschichte, wie so viele, unscheinbar beginnt. Und welche große Taten mögen folgen, dass Chronisten im Nachhinein das Jahr seiner Geburt als Anbeginn einer neuen Ära und damit einer eigenen, neuen Zeitrechnung definierten. Diese Ära wird als Zeit der Argivianischen Abrechnung, kurz AR, bezeichnet und bezieht sich auf das östliche Königreich Argiv des Theresian-Kontinents, welches die Heimat der größten Gelehrten Dominarias ist. Der Kontinent ist vom Videntianischen Meer, dem Schildetmeer und dem Isilemare-Meer umgeben und Argive ist eines der drei Küstenkönigreiche. Die anderen beiden sind Theresiare und Argot. Vorzeiten war die Insel von Zwergen besiedelt, doch diese mussten nach und nach dem Thran-Imperium weichen. Doch dies ist schon über 5000 Jahre her, und nach einem Ereignis, welches das Imperium vernichtete, konnten sich die Menschen neu unter dem Völkernamen der Argiven ansiedeln. Und am ersten Tag des Jahres AR0 wurde Urza als Kind einer der nobelsten Familien Argives geboren. Das Jahr verging ohne große Probleme und dem Kind fehlte sein nichts. Seine Mutter wurde wieder schwanger und gebar am letzten Tag des Jahres AR0 seinen jüngeren Bruder und nannte diesen Mishra. Die ersten Jahre liefen für die junge Familie gut und die Kinder wuchsen heran, doch nach einigen Jahren wurde die Mutter krank. Viele Ärzte suchten sie auf, doch keiner konnte ihr helfen. So wohlhabend sie auch waren, Gesundheit konnten sie sich nicht kaufen. So ließ es sich nicht verhindern, dass die Mutter nach einiger Zeit dahinschied und einen einsamen Mann zurückließ. Dieser trauerte eine Weile und gab sich alle Mühe, seinen Kindern die beste Erziehung zukommen zu lassen. Nach einer Zeit der Trauer verliebte er sich neu. Es handelt sich um eine liebreizende Aristokratin und auch sie fand Gefallen an ihm, sodass es nicht lange dauerte, bis sie sich vermählten. Doch so sehr ihr Mann gefiel, so sehr missfielen ihr seine Söhne. Weder Urza noch Mishra konnten ihr Herz gewinnen, und so behandelte sie die Kinder schlecht und mit Gleichmut, manchmal sogar mit Verachtung. Waren sie doch lebende Zeugnisse dafür, dass ihr Mann einst einer anderen gehörte. Die nächsten Jahre waren für die Kinder daher hart. Solange ihr Vater da war, ging es ihnen gut. Doch wenn dieser weg musste und sie mit ihrer neuen Mutter zurückblieben, waren sie auf sich selbst gestellt. Ein Kind sich selbst zu überlassen, mag seine Eigenständigkeit fördern und seine Selbstständigkeit kultivieren. Doch wenn man dies übertreibt, so verkümmert sein Herz, und Hass und Einsamkeit macht sich breit. Umso besser für die beiden, dass ihr Vater jedoch meist nur kurz weg war. So war es jedenfalls bis zu ihrem 10. Lebensjahr. Ihr Vater wurde krank und sein Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag
und so konnte er sich immer weniger um seine geliebten Söhne kümmern. In vielen modernen Märchen hätte sich nun das Herz der Mutter befreit und sie wäre liebevoll eingesprungen. Doch dies ist kein modernes Märchen, sondern eine fiktive Chronik aus finsteren Zeiten, voller düsterer Geschichten. Wie sollte der Vater nun handeln? Er konnte sich nicht mehr um sich selbst kümmern, geschweige denn um seine Kinder. Die Mutter war keine Hilfe und die Bediensteten wären eher nur bessere Aufpasser gewesen. Doch das wollte er nicht. Seine Kinder sollten nicht in den dekadenten Glauben erzogen werden, dass ihnen alles abgenommen würde. Vielmehr wünschte er sich für sie eine erfolgreiche Laufbahn von Gelehrten. Und da kam ihm die Idee. Seine alte, langjährige Freundin Tokasia, die als Archäologin im Dienste der Gelehrten stand, könnte die beiden als ihre Schüler aufnehmen. Sie schuldete ihnen ohnehin noch einen Gefallen, da er ihr vor einigen Jahren geholfen hatte. Er kontaktierte diese und sie stimmte zu und so geschah es, dass die beiden Jungen zu ihr geschickt wurden. Zu dieser Zeit leitete sie eine Ausgrabungsstätte der alten Ruinen in der westlichen Wüste. Die Wüste liegt nahe der Kerr Richardsberge, welche die zentrale Wüste nach Westen hin in die große Wüste und nach Osten hin in die westliche Wüste trennt. Dennoch hat sie diesen Namen erhalten, da sie westlich von Agive und Corliss liegt. Sie wird von den Falachi bewohnt, einem streng religiösen Wüstenvolk, welches weder an Artefakte noch Magie vertraut. Die Falachi teilen sich in verschiedene Stämme auf, welche ihre eigene Kultur haben, dennoch sind diese im Frieden vereint. Die Hauptstadt Tomakul wurde von dem gleichnamigen Stamm gegründet und gilt als die am meisten zivilisierte Stadt des Volkes. Neben den schlichten Sandsteinbauten der ärmeren Bewohner fallen die bunten und zahlreichen Stände der Händler sofort in das Auge. Die Straßen sind meist sehr gefüllt und von den Düften der verschiedensten Güter geschwängert. Überall sind Händler zu vernehmen, die ihre Waren lauthals durch die Straßen anpreisen und Kunden anlocken. Die Elite der Stadt wohnt in besseren Behausungen, in palastartigen Gebilden mit Zwiebeltürmen. Die Stadt ist ein wichtiger Handelspunkt und Exrund importiert Güter mit den anderen Völkern um sie herum. Der Handel ist das Hauptmerkmal der Tomakul und hat ihnen Prestige und Macht eingebracht, sodass sie auf die anderen Stämme starken Einfluss nehmen können. Ein weiterer wichtiger Stamm stellen die Zeguni dar. Einst zugehörig zu den Tomakul, spalteten sich diese durch einen Krieg im Jahre AR-50 von diesen unter der Führung der Kriegerkönigin Nedasophalites ab und werden seither von dieser und ihrem Rat regiert. Ihre Hauptstadt Zegon liegt an der Südküste der Wüste. Alle Stämme haben jedoch gemein, dass sie weder Magie noch Technik vertrauen und so kein Interesse an den Ausgrabungen haben und somit noch weniger an dem alten Volk der Tran, welches offenbar versuchte, beides miteinander zu kombinieren. Dennoch halfen sie gegen Entgelt bei den Ausgrabungen. Die Tran haben eine spannende Geschichte, die es sich zu erzählen lohnt. Doch nicht dieses Mal. Heute geht es um Urza und Mishra. Es sei nur so viel gesagt. Die Tran waren eine einst hochtechnologisierte Zivilisation, welche sich auf das Schmieden mächtiger Artefakte, besonders sogenannter Kraftsteine, verstanden. Diese galt es jedoch mit Vorsicht zu benutzen, da diese radioaktive Strahlung abgeben konnten, welche Krankheiten zur Folge hatte. Die Brüder begannen also ihre Ausbildung als Archäologen und Handwerker bzw. Techniker unter Tokasias Leitung. Dies hat es wie alle Lehrer sehr schwer. Nicht nur musste sie ihre Hauptaufgabe als Archäologin nachkommen und die zahlreichen Tran-Artefakte und Ruineninschriften studieren, sondern auch die Ausgrabung beaufsichtigen und sich um ihre Schüler kümmern. Denn Urza und Mishra waren nur zwei von vielen. Viele der reichen und angesehenen Familien sandten ihre Kinder zu Tokasia in Hoffnung auf eine gute Ausbildung. Und wie jeder Lehrer stand sie vor dem Problem der Vereinigung von Antinomien. Einerseits sollte jeder Schüler gleich behandelt werden. Andererseits muss jeder individuell gefördert werden und seine entsprechende Begabung fokussieren. So auch bei Urza und Mishra, die sich unterschiedlich entwickelten. Urza, eher an den Artefakten als an der körperlichen Arbeit der Ausgrabung interessiert, spezialisierte sich auf deren Analyse und auf die Erforschung der Geschichte der Tran und ignorierte dabei weitgehend seine Mitschüler und andere Beteiligte der Ausgrabung, während Mishra sich mit diesen anfreundete. Begeistert war er bei den Ausgrabungen dabei und lernte die Leute besser kennen und bekam sehr talentiert in der Arbeit als Archäologe, sodass es nicht lange dauerte, dass er nach und nach bei allen Ausgrabungen dabei war und diese schließlich selbst unter Tokasias Aufsicht leitete. Dabei lernte er Hadjar, den Häuptlingssohn eines Falachi, kennen, mit dem er sich anfreundete. Auch wenn Urza und Mishra an verschiedenen Stellen arbeiteten, so hatten sie doch gemein, dass sie am selben Ziel arbeiteten, die Erforschung der Geschichte und Artefakte der Tran.
Mittels Zucasias Führung lernten die beiden schnell und machten basierend auf den Funden eigene Erfindungen, die sie an die Konzepte der Tran anlehnten. Das wohl auffallendste und praktischste war eine Flugmaschine, die sie Ornithopter, von altgriechisch Ornithos für Vogel und Pteron für Flügel tauften, dass das Fluggerät Volksschnitt Vogelflügler übersetzt werden kann. Der Ornithopter war schnell, wendig und verhältnismäßig groß, da bis zu 5 Leute auf ihm Platz fanden. Die Fortbewegung mittels einer Flugmaschine stellte einen wichtigen Entwicklungsschritt dar, da so schnell Hindernisse überwunden waren, transportiert und ansonsten unzugängliche Orte erreicht werden konnten. Doch auch die allgemeinen Erkenntnisse und die Geschichte der Tran nahmen im Verlauf der Forschungen zu. Die Tran-Artefakte wurden von Steinen betrieben, die mit Energie gefüllt waren und daher Kraftsteine genannt wurden. Es war Orza, der erkannte, dass alle Artefaktfundstätten sich um einen zentralen Punkt herum befanden, auf dem sie verwiesen. Dieser war bis dato nicht erreichbar, da er auf einem unzulänglichen Berg lag. Doch mit dem Ornithopter war dieser zu erreichen, also machte sich Orza, Mishra und Tokasia mittels diesen auf den Weg dorthin. Orzas These wurde schnell bestätigt, da die Gruppe die Ruinenstadt Koidos mit einer Vielzahl von Artefakten fand. Es gibt 3 verschiedene Versionen, welche sich erzählt werden, doch alle enden gleich und beginnen in einer zentral gelegten Höhle, die Orza Koilos Höhle nannte, benannt nach dem hochargivischen Wort Koilos, welches Geheimnis bedeutet. Ich erzähle euch die Variante, welche am plausibelsten erscheint. Die Höhle erstreckt sich viele Tunnel entlang und die Gruppe drang immer tiefer in diese ein, bis sie schließlich einen Altarraum fanden, namens Halle von Taxin. Dort befand sich ein Podest mit einer Großmaschine, welche von einem Kraftstein betrieben wurde, welche offenbar besonders mächtig war. Beide Brüder wollten die Ersten sein und beanspruchten den Stein für sich. Sie rannten, ohne zu überlegen, zu dem Stein und jeder versuchte, diesen zu sich zu ziehen. Dabei zerbrach er in 2 Hälften. Auf einmal begann der gesamte Raum zu beben. Die Wände bröckelten und einige Golems traten hervor, welche offenbar die Steine bewachten und welche versehentlich durch die beiden Brüder durch das Entfernen der Steine geweckt worden waren. Obwohl, das Wort aktiviert träfe es wohl besser, da es sich bei Golems um Artefaktkreaturen handelt, welche mittels magischer Kraftsteine betrieben werden. Nicht zu verwechseln mit Konstrukten, welche mittels nicht magischer Energiequellen betrieben werden. Golems sind meist aus Stein, Mineral oder Metall, oft an humanoide Form angelehnt und sehr stark. Magier greifen oft auf diese zurück, wenn es Aufgaben zu verrichten gilt, die viel Kraft oder einen direkten Nahkampf erfordern. Oder aber auch in Gebieten mit gefährlicher Umgebung, denen sich der Zauberwirker selbst nicht aussetzen will. Je nach Aufgabe des Golems kann dieser auch noch zusätzliche Körperteile aufweisen, wie zum Beispiel mehrere Arme, wenn es seine Bestimmung sein soll, viel zu tragen. Bei diesen Golems hier handelt es sich um Trangolems. Eine sehr ursprüngliche Form, welche 2 Arme und 2 Beine hatte, etwas träge wirkte, aber als Wächter eingesetzt wurden, da sie stark zuschlagen konnten und gegen normale physische Angriffe wie Schwerter oder Äxte faktisch immun waren. Körperlich den Golems unterlegen, richtete Orza seine Steinhälfte gegen diese, in der Hoffnung, dass die Macht der Steinhälfte die Golems unter die Kontrolle bringen konnte, doch wurden sie noch stärker und die Gruppe stand kurz davor, getötet zu werden. Dies änderte sich, als Mishra seine Hälfte verwendete. Die Energie von den Golems wurde diesen entzogen und so inaktiviert. Aus diesen Gründen nannte Orza seine Hälfte fortan den Machtstein, während Mishra seine Hälfte den Schwächestein taufte. Es kam zu einer großen Explosion, bei welcher die Maschine zerstört wurde, doch die Gruppe blieb weitgehend unverletzt und kehrte in das Camp zurück. Der Ausgrabungsalltag kehrte wieder ein und auch Koilos wurde erforscht, doch mehr und mehr erkannte Orza und Mishra die Macht ihrer Steine und fokussierten sich auf deren Studium. Beide gelangten zu der Erkenntnis, dass sie das Potenzial ihres Steines nur mit jenem des Bruders voll zu entfalten vermochten, doch keiner war bereit, seine Hälfte den anderen zu überlassen. So vergingen Tage und Wochen und die Brüder wurden immer mehr neidisch auf den anderen und Misstrauen machte sich breit. Es war Tokasia, welche als erste bemerkte, dass die Steine dabei waren, Zwietracht zwischen die Brüder zu sehen und diese zu entzweien. Da bat sie diese, ihr die Steine zu überlassen. So hätte sie diese selbst als unabhängige Dritte erforschen können, und die Auseinandersetzung der beiden Brüder wäre damit zu Ende gewesen. Doch sowohl Orza als auch Mishra waren von der Macht der Steine geblendet und so vertrauten sie ihr nicht und weigerten sich, ihr die Steine zu übergeben, in dem Glauben, Tokasia würde einem der Brüder beide Steine überlassen. Mishra wurde unterdessen von seltsamen Träumen heimgesucht. Diese kehrten immer wieder, zwar nicht jede Nacht, aber stets waren sie verstörend. Es war, als würde eine Düsternis in ihnen schlummern, die nach ihm riefe.
Das Feuer des Misstrauens schürte sich weiter und eines Nachts betrank sich Mishra und es kam zu einer Konfrontation mit Orza im Camp. Mishra forderte Orza auf, ihm seinen Stein zu überlassen, da nur seiner den Machtstein zu kontrollieren vermöge. Orza hingegen forderte Mishras Stein, da seiner mächtiger sei. Die Diskussion wiegelt sich auf und wurde zum Streit und als alle Argumente wirkungslos waren, kam es zum Kampf zwischen den Brüdern, mit dem sie die Macht ihrer Steine gegen ihren eigenen Bruder richteten. Tokasia war währenddessen zu ihnen gestoßen und versuchte zu schlichten und stellte sich zwischen ihre beiden Schüler. Diese konnten jedoch von ihrer Gier nicht ablassen und verloren durch Tokasias Einschreiten ihre Konzentration, sodass sich die Macht der Steine in der Mitte fokussierte und sich in einer Explosion entlud. Die Druckwelle schleuderte sie und Teil des Camps einige Meter zurück. Als sie ihre Augen wieder öffneten und sich der Sand legte, sahen die beiden Brüder, dass sie einen Teil des Camps verwüstet und versehentlich ihre Ausbilderin Tokasia getötet hatten. Beide hatten jedoch noch ihren Stein in eigenen Händen. Als Mishra voller Scham begriff, was er getan hatte, floh er in die Wüste, während Orza nach Jodia zog, um eine Ausbildung bei einem Uhrmacher zu beginnen. Mishra, geplagt und geführt von seinen dunklen Träumen, zog es in die Wüste und er wollte nach Koilos, doch leider hatte er etwas Pech und traf auf eine Sklavenhaltergruppe der Falachi, die militanten Suvardi, welche ihn versklavten und den Schwächestein von ihm nahmen. Die Zeit als Sklave war recht hart für Mishra, da er bisher nur das Leben als Nobler und Archäologe kannte. Doch nun musste er alle niederen Aufgaben erledigen. Eines Tages bemerkte Ajar, der Sohn des Häuptlings, den Mishra während seiner Zeit in der Ausgrabungsstätte kennengelernt hatte, diesen unter den Sklaven und überzeugte den Quadir, also das ist der Fachbegriff für Anführer, der Suvardi, Mishra als Raki, als Lehrer, für seinen Sohn zu ernennen, damit dieser die Sprache von Agive erlerne. Jedoch konnte er nicht den Schwächestein mit zurückfordern, sodass dieser bei den Sklavenhaltern verblieb. Dies ging einige Jahre gut, doch mit der Zeit wuchs die Sorge des Quadir, dass er und sein Sohn als schwach angesehen werden könnten, da es in der Falachi-Kultur als Schwäche angesehen wird, sich von anderen helfen zu lassen. Der Quadir sann also darauf, Mishra töten zu lassen. Doch so weit kam es nicht, da Mishra eines Nachts einen weiteren, verstörenden Traum einer mechanischen Kopie einer Kreatur hatte. Mishra schrie vor Angst auf und weckte damit den Quadir. Aus dem Sand erhob sich eine Artefaktkreatur in Form eines Drachen, eine sogenannte Drachenmaschine. Panik ob dieses mächtigen Gegners brach aus und in der Verwirrung gelang es Mishra und Hajar, den Schwächestein an sich zu nehmen. Mit diesem gelang es Mishra nicht nur, den Drachen zu stoppen, sondern er konnte ihn kontrollieren. Beim Kampf wurde der Quadir getötet und sein Sohn rückte damit an seine Stelle, der Mishra als seinen Raki, also seinen Zauberer, ernannte. Damit wurde er zu einem mächtigen Verbündeten. Mittels dieser Macht und der Maschinen waren die Suvardi die mächtigsten Falachi und machten sich mit Mishras Hilfe daran, alle Falachi unter sich zu vereinen. Doch damit nicht genug. Ganz Teresiare sollte ihnen gehören. Und damit hatte er begonnen, der Krieg der Brüder.